Verehrtes Präsidium, liebe Kollegen von der FDP, ich darf Ihnen zuallererst im Namen der AfD für Ihren Gesetzentwurf danken. Die FDP verfolgt zweifelsohne einen richtigen Ansatz und fordert die Landesregierung zum Handeln auf. Das ist auch in unserem Auge bitter nötig. Die Regierung würde ohne Opposition vermutlich außer Symbolpolitik gar nichts machen. Das ist auch hier der Fall. Denn gemäß den Vorgaben im Onlinezugangsgesetz muss die Verwaltung bis Ende 2022 digitalisiert sein. Die Zeit drängt. Wir befürworten als AfD eine quellenoffene Datengesellschaft, die so viele Daten wie möglich frei zur Verfügung stellt, frei im Sinne von frei zugänglich und kostenfrei verfügbar. Wir befürworten als AfD eine gläserne Obrigkeit und wollen eben keine gläsernen Bürger, wie sich die Grünen und die SED wünschen, womöglich mit Social Credit Score. Wir als AfD unterstützen daher Open Data dort, wo ein effektiver Nutzen nachweisbar ist. Die Maxime muss lauten, maximale Transparenz bei gleichzeitiger Vereinfachung durch Vereinheitlichung der zur Verfügung gestellten Daten für die Bürger. Wir unterstützen hier also das Ziel. Allerdings scheint uns als AfD der gewählte Weg zum Ziel problematisch. Der FDP-Entwurf ist zwar gut gemeint, aber erstens kommt er zu spät, da die Digitalisierung schon viel früher hätte einsetzen sollen, und zweitens gibt es einige Unklarheiten. Die FDP klärt leider nicht, wie die Kommunen diese Daten gemäß § 4a Open Data Gesetz zur Verfügung stellen sollen, wenn schon die Gesundheitsämter die Einführung der digitalen Kontaktverfolgung nicht schaffen, wie sollen dann die kleinen Kommunen damit klarkommen, wo in den Rathäusern das Faxgerät 2021 immer noch Standard ist. Ferner erläutert die FDP nicht, wie die öffentliche zugängliche Netze aussehen soll. Denn der Ausbau erfolgt zwar jetzt schon, aber es tut das viel langsamer, als die Datenmenge wächst. Diese nimmt nämlich exponentiell zu, sodass die Regierung mit ihren Gigabit-Vorhaben auch da noch im Verzug sein wird, wenn die Gesellschaft Terabit-Zugänge benötigen wird. Meine Herrschaften, es würde im Grunde in das gleiche Desaster münden wie bei 5G. Zuerst schafft man es wegen hoher Bebauungsdichte nicht flächendeckend 4G einzuführen, und dann lenkt man die Bevölkerung vom eigenen Versagen ab, indem man 5G forciert, also eine Technologie mit noch höheren Frequenzen, wo Masten in noch kleineren Abständen nötig sind. Das ist vollkommener Nonsens. Eine weitere Schattenseite ist der Datenschutz und damit einhergehend die Freiheitsrechte. Wer soll die Behörden bei der Umsetzung überwachen? Der Datenschutz kann nicht alleine Probleme lösen, sondern höchstens minimieren. Ein möglicher Open-Data-Prozess müsste unbedingt genau überwacht werden. Daher lehnen wir als AfD auch die vorgesehenen, nur alle 3 Jahre erstattenden Berichte der Regierung nach § 4b Open-Data-Gesetz ab. Dieser Zeitraum ist viel zu lang. Durch den HBDI zum Beispiel wird über Datenschutz jährlich berichtet. Warum also nur alle 3 Jahre über Open Data? Den Älteren von Ihnen ist das vielleicht nicht klar, aber 3 Jahre im Digitaluniversum sind eine halbe Ewigkeit, meine Herrschaften. Zuletzt das leidige Thema mit den Kosten. Warum war Open Data bisher nicht aufgeführt im Haushaltsplan unter Digitalisierung? Insbesondere das Digitale Ministerium wird sich die Frage gefallen lassen müssen, inwieweit Open Data auch im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes umgesetzt werden soll. Welche Strategien haben Sie ausgearbeitet? Wie steht es um die Nachhaltigkeit? Welche Belastungen für die Wirtschaft sind zu erwarten? Das sind nur einige wenige Fragen, auf die wir keine Antworten haben. Ich rate Ihnen, beeilen Sie sich endlich, befragen Sie die Opposition und stellen Sie die Digitalisierung auf einen breiten parlamentarischen Konsens, denn Bits kennen keine Parteifarbe. Ich danke Ihnen.